Es war sicher eine Sache, die man in der kleinen Berg- und Schieferstadt Lehesten nicht jeden Tag erleben kann. Auf dem örtlichen Sportplatz war am Mittwochabend der FC Carl Zeiss Jena zu einem Spiel gegen den SV Glückauf Lehesten angetreten. Das lockte über 1.500 Besucher an, die mit ihren Eintrittsgeldern zudem noch eine gute Sache unterstützten. Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht dabei Reinhard Holz. Der 48-Jährige leidet an einer seltenen und unheilbaren Muskelschwundkrankheit. Das hat in der Gemeinde bei Firmen und Vereinen eine Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst, die den Eheleuten Holz nun unter die Arme greifen, so gut sie können. Das ist alles ein bisschen sehr, sehr viel. Das muss man erst mal verkraften können, um der eigenen Person so viel Jubel, Trubel, Heiterkeit. Und was sagen Sie, dass der FC Carl Zeiss Jena für Sie hierher kommt für ein Spiel? Sehr gut. Ist meine Ehre, dass dieser Verein da ist. Zwischen zwei Punktspielen ist der FC Carl Zeiss Jena zum ungewöhnlichen Spiel nach Lehesten gereist. Worum geht es heute hier? Na, Mittwoch ist nicht ungewöhnlich, da spielt man sehr gern. Der Stefan Dreitel, unser Nachwuchskoordinator, hat die Bitte an uns herangetragen, hier für einen guten Zweck zu spielen, und haben wir kurz überlegt und haben gesagt, machen wir. Und was erwartet man von so einem Spiel heute zwischen zwei wichtigen Punktspielen? Na, Spielfreude, Tore und dass sich niemand verletzt und dass die zahlreichen Zuschauer Spaß dran haben, das Spiel zu sehen. Gute Unterhaltung wurde den Zuschauern bei diesem Spiel auf jeden Fall geboten. Schon nach wenigen Minuten fielen die ersten Tore und es kamen noch einige mehr in der ersten Halbzeit hinzu. Der Rasen wurde dabei von den Jenaer Spielern dominiert, die eine zweistellige Toranzahl schafften. Der Freistoß in der 42. Spielminute gab das 10:0 für den FCC durch Marlon Krause. Noch ein weiteres Tor kam für die Gäste bis zur Pause hinzu, dem örtlichen Fußballverein gelang aber kein Gegentreffer. In der zweiten Runde wurde Lehesten dann etwas angriffslustiger und spielte sich mehrmals gute Chancen heraus. In der 81. Minute war dann der Moment gekommen, auf den man auch am Spielfeldrand gewartet hatte. Patrick Schweidler mit der Nummer 11 schoss den SV Glückauf Lehesten zum 17:1 und machte damit für seine Mannschaft das erste und einzige Tor dieser Begegnung. Für Jena kamen in der zweiten Halbzeit noch insgesamt 9 Tore hinzu, sodass dieses Benefizspiel 20:1 endete. Der Punktestand war hier jedoch nicht so wichtig, denn es war ja ein Spiel für die gute Sache. Nach dem Schlusspfiff gab es noch die Gelegenheit, die Fußballer persönlich zu treffen und sich auch das ein oder andere Autogramm zu holen. Auf einem der Fußbälle dienten die Spielerunterschriften sogar dem guten Zweck, denn eine anschließende Versteigerung sollte ebenfalls Gelder für den erkrankten Reinhard Holz sammeln. Der Ball fand so auch nach kurzer Zeit einen neuen Besitzer. Wie lautet das Fazit der Initiatoren dieser Benefizveranstaltung? Ich bin sehr zufrieden mit dem Tag. Wir haben sehr gute Einnahmen erzielt. Wir haben 6.762 Euro allein an Einnahmen für den Einlass bekommen. Wir haben 300 Euro für den Bundesliga-Ball 2011-2012 erzielt mit einer Versteigerung mit Autogrammen von Carl Zeiss Jena. Ich bin sehr zufrieden. Die Benefizbegegnung zwischen dem FCC und den Fußballern aus Lehesten wird dabei vielleicht nicht das einzige Event bleiben. Derzeit wird über ein Konzert nachgedacht. Ein beispielloser Einsatz der Einwohner aus Lehesten für einen kranken Mitbürger.